den ersten Amerikaner in diesem Rennen, Tommy Ford. Gestern hat das zu wenig gedreht. Der Kurs hat zu wenig gedreht für ihn. Wurde dann jeweils ein wenig nachlässig zwischen den Kurven, hatte da fast zu viel Zeit. Du hast ein schönes schweizerdeutsches Wort dafür gebraucht. Aha, ja, er wird dann gerne ein bisschen schludrig. Er hat einfach gerne, wenn es auch Schwung auf Schwung geht. Aber jetzt oben aber auch nicht ganz sauber reinkommen. Er hat ein, zweimal das Timing nicht ganz gehabt. Zu Stangen her. Es hat nachher ein bisschen rausgespickt und dann den nächsten Schwungansatz verpasst gehabt. Entsprechend groß schon sein Rückstand bei der ersten Zwischenzeit. Noch etwas dazugekommen im Vergleich mit Meyer bei der zweiten Zwischenzeitmessung. Ja, auch da hast du gesehen, der Schwung ist weit geworden. Nachher der nächste Kurve auch nochmal. Viel weitere Wege, als es die Schweizer Athleten gemacht haben. Er fährt halt auch eine andere Technik. Oder er wirft die Hüfte extrem weit rein. Und durch das dann auch ein bisschen mehr Aufkantwinkel. Aber wenn es perfekt passt vom Timing, ist es sehr schnell. Aber dort ab und zu ein bisschen Mühe gehabt. Ui, da lässt er es. Ah, nein! Nein, 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 nein.